Zombie Apocalypse. John, hörst du mich? John? Komm schon, sag was. Was ist los? John, rede mit mir. Komm schon, Junge, sag was. Mike? Mike, bist du das? Ja, John, ich bin's, Mike. Was ist passiert? Wir haben den Kontakt zu dir verloren. Bist du okay? Ich weiß nicht genau. Der Boden gab nach. Ich bin gestürzt. Es ging alles so schnell. Schon gut, John. Wir holen dich da raus. Bist du verletzt? Kannst du dich bewegen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Komm schon, Junge, bleib bei mir. Versuche aufzustehen und beschreibe mir, was du siehst. Ich bin hier in einem Kontrollraum für die Bandanlagen, glaube ich. Ich kann eine Tür sehen. Wir holen dich schon da raus. Kannst du dich bewegen? Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Singleplayer-Projekt hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle euch heute den Flughafen-Feuerwehrsimulator vor. John, konzentrier dich. Da muss irgendwo ein Gebäudeplan hängen. Versuch mir zu sagen, in welchem Bereich du dich befindest. Ich versuche es. Du musst dich beeilen. Ich muss wissen, wo genau du bist. Ich habe ihn gefunden. Mike, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sag mir, wo du bist. Ich bin auf Ebene 2 in Abschnitt 14. Okay, ich weiß, wo du bist. Der Bereich schließt an einen Bürotrakt an. Versuch herauszufinden, wie es hinter der Tür aussieht. Gehe zur Tür und prüfe, ob sie heiß ist. Also anscheinend sind wir hier eingeschlossen. Ich prüfe dann erstmal, ob die heiß ist. Mit Handschuhe. Die Tür ist heiß. Hier komme ich nicht raus, Mike. Verstanden. Warte kurz. Lass mir was einfallen. Wie will ich da rauskriegen? Beeil dich. Lange halte ich nicht mehr durch. Wir beeilen uns. Gib nicht auf. Der erste Tag. 7 Jahre zuvor. Hi, kann ich dir helfen? Ja, ich bin John. Ich fange hier heute neu an. Freut mich, John. Ich bin Chris. Kannst du mir sagen, wo ich euren Dienststellenleiter finde? Ja klar, komm einfach mit. Ich bring dich hin. Okay, das ist anscheinend unsere Hauptfeuerwehrwache. Wir sind hier schon mitten auf einem Flughafen. Jetzt komm erstmal mit. Und ich soll jetzt erstmal meinen Kollegen folgen. Ja, ich komme schon mit. Gar kein Problem. Folge Chris zum Büro des Dienststellenleiters. Nein, ich habe die letzten 2 Jahre auf dem Land bei einer kleineren Dienststelle gearbeitet. Dann dürfte das hier für dich noch ein wenig Umgewöhnung bedeuten. Und wie ist er so, euer Chef? Mike ist in Ordnung. Du wirst ihn ja gleich kennenlernen. Dann werden wir jetzt also Mike hier vor Ort kennenlernen. So, hier ist sein Büro. Wir sehen uns später. Danke, Chris. Bis später. Komm rein. Du musst John sein. Ich habe dich schon erwartet. Sind Sie hier der Dienststellenleiter? Ich bin John. Ich soll mich hier heute bei Ihnen melden. Ja, da bin ich, Junge. Aber du kannst mich gerne Mike nennen. Alles klar, Mike. Ich freue mich, dass ich hier meinen Dienst beginnen kann. Freut mich ebenfalls, John.
Ich werde dich zunächst dem Trupp von Chris und Alex zuteilen. Chris hast du ja bereits kennengelernt und Alex, naja, das wirst du schon sehen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, pack erstmal deine Sachen in den Spind, rein in die Dienstkleidung und melde dich bei Chris. Alles klar, Mike. Bis später. Ausweglosigkeit. Gegenwart. John, bist du noch da? Komm schon, sag was! Ich höre dich, Mike. Sag mir bitte, dass du einen Weg hier rausgefunden hast. Lang kann ich hier nicht mehr bleiben. Auf den Plänen des Gebäudes ist ein Lüftungsschacht verzeichnet. Kannst du ihn sehen? Wo soll der sein? Ich kann hier nichts sehen. Konzentrier dich, Junge. Der Schacht muss sich irgendwo in Bodennähe befinden. Vielleicht steht irgendwas davor. Finde den verdeckten Lüftungsschacht. Du musst dich beeilen, John. Ich weiß nicht, wie du dort noch wieder bist. Mike, ich hab's gefunden. Aber es ist ein Gitter davor. Sieh zu, dass du das Gitter abbekommst und da raus bist, bevor dir die Decke auf den Kopf fällt. Bin schon dabei. Entferne das Gitter vor dem Lüftungsschacht. So, erstmal mit der Palette weg. Ich hab den Schacht jetzt geöffnet. Dann sieh zu, dass du da reinkommst. Ich werde dich durch den Schacht lotsen. Folge einfach nur meinen Anweisungen, dann kommst du heil da raus. Okay, also wir vertrauen jetzt einfach mal auf Mike. Und wir finden jetzt einen Weg mit Hilfe von Mike durch den Lüftungsschacht. Okay, wo kommen wir raus? Vor dir müsste gleich eine T-Kreuzung kommen. Siehst du was? Okay, Mike, ich seh's. Wo muss ich lang? Du musst nach links und dann erstmal ein Stück dem Schacht folgen. Okay, Mike, also das ist anscheinend wirklich die Vertrauensperson. Er weiß anscheinend genau, wie es lang geht. Hier geht jetzt ein Schacht nach links weg. Wo muss ich lang? Weiter geradeaus. Dann müsste es nach einigen Metern nach rechts weitergehen. Ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt hier gefangen sind. Ich bin auch ganz alleine in einem brennenden Gebäude. Hier bricht alles zusammen. Du musst dich beeilen. Es ist nicht mehr weit. Hier geht's jetzt nach rechts weiter. Mir tut alles weh. Noch ein kleines Stück, dann hast du es geschafft. Mach jetzt bloß nicht schlapp. Das ist, glaube ich, leichter gesagt als getan. Das riecht hier richtig anstrengend. Dann bin ich alleine, dann ist es dunkel, es kracht. Ey, das ist der absolute Horror. So. Bloß gut, okay, dass wir die Vollwachs bei haben. Ich hab das Ende erreicht. Dann sieh zu, dass du da rauskommst. Mike, ich bin draußen. Wie geht's jetzt weiter? Du müsstest dich jetzt in einem Verwaltungstrakt befinden. Schau dich dort um. In einem der Nebenräume befindet sich eine Sanitätsstation. Versuche, dorthin zu kommen. Okay, das werde ich schon finden. Finde die Sanitätsstation. Okay. So. Also wir können springen, wir können rennen. Die Sanitätsstation. Das sind alles hier, wie es aussieht, Versorgungsräume. So, und desto weiter ich jetzt hier reinkomme, desto mehr raucht das auch hier. Das ist die Werkstatt.
Spike, hörst du mich? Ich bin jetzt auf der Sanitätsstation. Wie geht's jetzt weiter? Konntest du erkennen, ob der Weg hinter diesem Trakt frei ist? Negativ, Mike. Der Ausgang ist blockiert. Und dahinter steht alles in Flammen. Die Luft hier wird auch immer schlechter. Verstanden. Ich werde einen anderen Ausweg für dich finden. Chris und Alex sind auch schon auf dem Weg in deine Richtung. Versuche in der Zwischenzeit einen Verbandskasten zu finden, um deine Wunden zu versorgen. Ja, ich hoffe auch, dass sich hier etwas finden lässt. Finde einen Verbandskasten. So, wo soll der sein? Ah, nehmen wir den hier. Mike, ich habe einen Verbandskasten gefunden. Aber die Luft hier drin wird immer schlechter. Beeil dich, ich halte hier nicht mehr lange durch. Brandmeldealarm. 6 Jahre zuvor. Wisst ihr eigentlich, wann wir den neuen Panther bekommen? Das würde mich auch interessieren. Die Löschperformance bei dem neuen Modell soll noch besser sein. Dich lassen wir aber nicht ans Steuer. Was? Wieso das denn nicht? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie du dich damals mit unserem Panther festgefahren hast. Wir können ja einen Fahranfängeraufkleber auf die Rückseite kleben. Haha, als ob das helfen würde. Guck nicht so traurig, Chris. War doch nur ein Scherz. Ja, ja. Mit mir könnt ihr es ja machen. Dafür gebe ich dir jetzt eine Cola aus, Chris. Da sage ich nicht nein. Ja, was für nette Kollegen wir haben. Das mit der Cola müssen wir wohl verschieben. Achtung! Einsatz für den gesamten Löschzug. Es rücken alle Fahrzeuge zu einem Brandmeldealarm im Passagierterminal im Laden- und Gastronomiebereich aus. Menschenleben sind in Gefahr. Dann nichts wie los. Auf geht's. John, du fährst. Begib dich schnellstmöglich zum Fahrzeug HLF-4. Boah. Wie die alle runterstürmen hier. So, wir sind auf Anfahrt. So, meine Kollegen sind da hinten. Na, ich krieg euch noch ein. Passt mal auf. Brandmeldealarm. So, hier parken. Die Einsatzkräfte von ELF2 und HLF4 melden sich umgehend bei mir am ELW1 zur Einsatzbesprechung. Verstanden, Mike. Sind schon unterwegs. Ab zu Mike zum ELW. Irgendwo im Gebäude gibt es eine Rauchentwicklung. Bislang konnte niemand die Ursache dafür finden. John, du gehst gemeinsam mit Alex und Chris rein. Schnappt euch die Ausrüstung und seht zu, dass ihr die Ursache schnellstens findet. Alles klar, Mike. Verstanden. Los, John, komm mit. Los geht's. PA, Axt und Feuerlöscher. So, Feuerlöscher. Deine Ausrüstung und los! Axt.
und PA. Ja, alles klar. Dann mir nach. So Leute, ich bin ausgerüstet. Ab geht's ins Gebäude. Nochmals Brandmeldealarm. So, alle bereit? Dann mir nach. So, wo geht's jetzt hin? Die müssen anscheinend schon ganz genau wissen, wo der Brand ist, der vermeintliche. Hier Alex, kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? Hier kommt tatsächlich Rauch aus der Belüftungsanlage. Die Ursache ist bis jetzt aber noch nicht ersichtlich. Verstanden. Dann macht euch mal schnellstens auf die Suche. Sind schon unterwegs. Okay, ich würde sagen, wir teilen uns auf. Chris, du gehst nach links rüber zu den Geschäften. John, du siehst dich oben im Hauptgang um. Achte vor allem auf Mülleimer und Aschenbecher. Ich gehe zu den Läden links und überprüfe die. Dann mal los. Alles klar. Okay, dann suchen wir im Haupteingang jetzt mal nach einem möglichen Brand. So, also es kommt anscheinend aus den Lüftungsschächten raus. So, unten links sehen wir unsere Gesundheitsanzeige plus Ausdauerbalken. So, hier sind über einzelne Lehen. Das macht für uns natürlich die Arbeit noch viel, viel schwerer, als sie eigentlich schon ist. Der macht hier erstmal noch ein bisschen Sport. Ich konnte nichts entdecken. Wie sieht es bei euch aus? Ich konnte auch nicht erkennen, was die Ursache für den Rauch sein könnte. Hier ist bislang auch nichts zu sehen gewesen. Dann suchen wir jetzt weiter vorne in Richtung Gastronomie. Irgendwo muss der Rauch ja herkommen. Seht ihr das? Der Rauch wird auf jeden Fall stärker. Wir müssen also auf dem richtigen Weg sein. Ja, ich sehe es. Also weiter. Also der Rauch wird immer stärker. Da hinten wird der Rauch schon wieder schwächer. Das muss also hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Chris, du schnappst dir die linke Seite. Ich sehe mich rechts um und John, du überprüfst weiter den Hauptgang. Alles klar. Okay, ich bin also der Hauptgang. Kamerad, der sich hier um alles kümmern soll. Ach, guck mal. Ich glaube, hier werden wir gleich. Ah, ja. Chris, hört auch mich? Etwas stoßen, wollte ich gerade sagen. Scheint in einem Mülleimer Feuer gefangen zu haben. Ich kümmere mich drum. Alles klar, John. Wo genau bist du? In dem Seitengang, hinter dem Burgerladen. Bleib, wo du bist. Wir kommen rüber. Chris, hast du verstanden? Ja, habe verstanden. Bin sofort da. So, Einsatz für unser Pressluft. Atme, bekämpfe den Brand mit dem Feuerlöscher. Selbstverständlich machen wir das. So, der Feuerlöscher hat einen Füllstand unten rechts. Feuer aus. Wie sieht's aus, John? Der Brand ist gelöscht. Gute Arbeit. Mike, kannst du mich hören? Ja, ich höre euch. Wie ist die Lage? John hat den Brandherd gefunden und das Feuer ist bereits gelöscht. Gute Arbeit, Jungs. Dann schaltet bitte den Signalgeber wieder aus und tretet dann den Rückweg an. Verstanden, Mike. Sind schon unterwegs. So, dann einmal zur Steuerung der Brandschutzanlage. So, ist auch erstaunlich, dass die ganzen Leute bzw. Passagiere im Gebäude sind. Ich bin unterwegs, Leute. Ich musste ganz kurz mal meinen Zuschauern erklären, was mir gerade so aufgefallen ist. So. Jetzt mal hopp hopp. So, und die Steuerung muss ja irgendwo hier sein, schätze ich mal. Ach, bestimmt da unten am Haupteingang, ne?
sieht schon gut aus. Schönes, schönes Spiel. John, du hast die Brandursache gefunden. Dafür darfst du jetzt auch den Alarm abschalten. Nichts lieber als das. Vielen Dank. Sollten wir mal kurz hier alles wegpacken. So, betätige den roten Taster, um den Alarm zu deaktivieren. Prima, das war's auch schon. Mike, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Melden Einsatz hiermit ab. Anlage wurde wieder zurückgesetzt. Treten jetzt den Rückweg an. Alles klar, verstanden. Wir sehen uns auf der Wache. Dann ab nach Hause. Sanitätsstation. Gegenwart. John, bist du noch bei uns? Melde dich bitte. Ja, ich bin hier, Mike. Mir geht's schon etwas besser. Sehr gut. Und jetzt hör mir genau zu. In einem der Nebenräume gibt es eine Brandschutztür. Diese führt in ein Treppenhaus. Allerdings dürfte die Tür durch das Feuer automatisch verriegelt worden sein. Und wir können sie von hier aus nicht öffnen. Verstanden, Mike. Was soll ich machen? Du musst den Strom in diesem Teilabschnitt abschalten. Suche den Hauptstromverteiler und lege den Hauptschalter um. Alles klar, bin schon unterwegs. Finde den Hauptverteiler und schalte ihn aus. Wie es weitergeht, liebe Freunde, das erfahrt ihr mit Sicherheit in der nächsten Folge vom Flughafen Feuerwehrsimulator. Wenn euch die erste Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen fetten Daumen nach oben da. Und wenn euch das vielleicht aufgefallen ist, ich habe dieses Spiel schon einmal vor ein paar Jahren durchgespielt. Das soll hier sozusagen eine Neuauflage sein mit besserer Technik, mit besserer Quali und natürlich mit besserer Moderation werden. Ne? Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.